Kirche St. Maria in Lüskirchen von außen. Sie ist die kleinste romanische Kirche von Köln und katholisch. Um 1210 fing man an, sie zu bauen. 1220 wurde sie fertig. Das ist sie von innen. Das ist der Altar. Und das die Orgel. Das ist eine heilige Figur. Das ist Maria mit Jesus in ihren Armen. Das ist ein Triptychon. Mit einem Altar. Und das ist eine verzierte Decke. Das war LLK. Tschüss! Das ist die Antonita-Kirche. Sie ist eine evangelische Kirche. Sie steht mitten in der Kölner Innenstadt, umgeben von großen Kaufhäusern. Sie wurde in den Jahren 1350 bis 1378 von den Goten errichtet. Der Engel. Warum schaut der so? Der Engel schaut in sich hinein. Er ist traurig, weil so viel Leid auf der Welt ist. Es ist ein Mahnmal gegen Tod, gegen Krieg, gegen Leid. Ne? Er hat die Hände über der Brust gekreuzt und die Augen sind geschlossen, die schauen also nach innen. Ne? Es ist kein böser Engel, sondern ein Engel, der sich Sorgen macht, ne? Um das Wohl der Menschheit. Ja? Danke und tschüss. Das war die Antonita-Kirche. Dies ist die Trinitatiskirche. Sie wurde 1880 erbaut. Sie ist eine evangelische Kirche, aber kann leider nicht durchgehend geöffnet werden, weil dort Veranstaltungen stattfinden. Sie kann höchstens gemietet werden. Peterskirche. Wir haben da einen netten Mann getroffen und ihn gefragt, warum es in der Kirche so leer ist. Ist die Kirche, das ist gewollt. Wer hier reinkommt, soll sich auf sich konzentrieren. Warum heißt die St. Peterskirche St. Peterskirche? St. Peter ist der Stadtpatron von Köln und auch vom Dom. Und das ist, jede Kirche hat einen Patron. Also Namensgeber, St. Kunibert, sie waren in Antoniter, St. Anton und hier ist St. Peter. Das hier ist der gotische Kirchenbau von innen, das erkennt man in den Torbögen. Außerdem die reich verzierten Fenster. Jetzt sieht man nochmal die leere Kirche, in der man sich auf sich konzentrieren soll. Das war die St. Peterskirche. Dies ist die Kirche St. Georg von außen. Die Kirche hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das ist eine heilige Figur. Dies ist eine Darstellung von Jesus am Kreuz. Hier sieht man den Innenraum der Kirche St. Georg. Dies ist das Taufbecken. Dies ist die Orgel der Kirche St. Georg. Dies ist ein Triptychon. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen. St. Johann Baptist befindet sich auf der Severinstraße. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 18 Uhr und in der Kirche befindet sich noch ein Jugendzentrum Krux. Dort kann man Kaffee trinken und Kuchen essen. Hier sieht man St. Johann Baptist von außen. Das ist der Schrein des heiligen St. Georg. In ihm liegen die Knochen. Das ist der Altarbereich mit dem Jesuskreuz.
Dies ist eine Abbildung des Jesuskreuzes. Dies ist eine Figur eines Heiligen. Dies ist die Orgel von St. Johann Baptist. Dies ist die Osterkerze. Sie wird jedes Jahr an Ostern erneuert. Dies ist die Decke der Kirche. Dies ist der Altarraum aus Sicht der Gläubigen. Viel Spaß beim Besuchen dieser Kirche. Hier seht ihr die Kirche Groß St. Martin von innen und außen. In Köln. Jetzt gleich seht ihr ein Triptychon. Und jetzt seht ihr Heiligenfiguren. Die Groß St. Martin ist eine der ältesten rumänischen Kirchen in Köln. Den Mann, den Sie gleich sehen werden, redet über die Kirche Groß St. Martin in Köln. Die war ja völlig zerstört. Naja, und derzeit wird diese Kirche belebt und genutzt von einer Ordensgemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Es sind etwa 12 Personen, junge Mönche und Nonnen. Die monastische Gemeinschaft der Brüder und Schwestern von Jerusalem. Das war die Kirche Groß St. Martin in Köln. Dies ist die Kirche St. Maria am Kapitol. Sie entstand zwischen 1040 und 1065 als dreistöckiger Bau. Sie ist eine sehr große und imposante Kirche in der Altstadt. Die Kirche St. Maria am Kapitol ist innen wie außen ein richtiges Schmuckstück. Die Kirche St. Maria am Kapitol ist ein richtig schönes, großes und tolles Prachtstück. Die Kirche St. Maria am Kapitol sieht sehr toll aus. Es gibt sehr prachtvolle Fenster und alles ist sehr schmuckvoll. Die Fenster von dieser Kirche sind sehr bunt. Dies ist die Kirche St. Severin und das ist das Labyrinth des Minotaurus. Jetzt gehen wir rein. Das sind die Fußabdrücke der Kommunionskinder. Das ist der Altar. Da hinten ist der heilige Severinus-Schrein, den kann man aber nicht so gut sehen. Dort seht ihr den Beichtstuhl. Das ist das Taufbecken, da werden oft kleine Kinder getauft. Oder auch ältere, wenn sie später getauft werden. Das war die katholische Kirche St. Severin. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss! Wir präsentieren euch die Kartäuserkirche. Sie ist eine evangelische Kirche. Hier sieht man das Portal. Die Gottesdienste der Kartäuserkirche finden normal um 9.45 Uhr statt. Sie hat fast eine 700-jährige Geschichte. Hier sieht man die Kartäuserkirche von oben. Und hier sieht man die Kartäuserkirche von der Seite. Der Name Kartäuserkirche leitet sich ab aus dem Lateinischen. Jetzt
wir zum Kreuzgang. Dies ist die schöne Umgebung des Kreuzgangs. Die Kartäuserkirche hat neben sich eine Kita, so wie ein Seniorenheim. Wir hoffen, dir hat unser Video gefallen und du hast etwas über die Kartäuserkirche gelernt. Tschüss!